Im Nürnberger Knoblauchsland haben sich die Bauern auf die Gemüseproduktion spezialisiert. Früher haben die Knoblauchsländer Bauern ihr Gemüse nur an die Nürnberger verkauft. Heute findet man Knoblauchsländer Produkte auch über die Region Nürnberg hinaus. Aber halt mal! Ich frage mich gerade, was haben wir denn überhaupt im Kühlschrank, wenn wir von Gemüse reden? Ich habe mich mal schlau gemacht, welche Pflanzenteile wir da essen, und ich war ganz schön überrascht. Und jetzt schauen wir uns mal einige Gemüsesorten etwas näher an. Und neben mir steht schon die Birgit. Hallo Birgit. Hallo Felix. Grüß dich. Wo stehe ich jetzt hier eigentlich? Wir stehen jetzt hier im Kohlfeld, genauer gesagt beim Brokkoli. Und der Brokkoli ist jetzt hier auf dem Feld eine riesengroße Pflanze. Und was man dann letztendlich in der Küche wiederfindet, das ist ja dann eigentlich nur ein geringer Teil. Und zwar genau gesagt eine Knospe. Das heißt, der Brokkoli entwickelt einen Blütenstand, den wir jetzt hier auch schon sehen, voll ausgebildet. Der wäre jetzt erntereif. Wir können den jetzt auch mal ernten, dass man sieht, was dann letztendlich noch übrig bleibt, wenn der in der Küche ist, was dann am Feld zurückbleibt. Mhm. Da werden dann die Blätter noch abgeschnitten und so hat man dann daheim zur Weiterverarbeitung. Mhm. So, da haben wir jetzt die Karotten. Die Karotte ist ein typisches Wurzelgemüse. Das heißt, das, was letztendlich auf dem Tisch landet, ist die Wurzel. Die werden dann ohne Grün geerntet, also sprich, das wird abgebrochen und dann werden die lose gewaschen und verkauft. Also ihr lasst ja immer die Blätter am Acker im Prinzip liegen. Gibt es denn auch irgendwas, wo man die Blätter mitessen kann? Selbstverständlich. Beim Salat essen wir nur die Blätter. Beim Salat ist es jetzt genau andersrum wie bei der Karotte. Aha. Da schneiden wir jetzt die Blätter ab und lassen die Wurzel im Boden. Da sieht man jetzt schön die Blätter und da ist der Kopf. Naja, jetzt haben wir die Knospe geerntet, jetzt haben wir die Wurzel geerntet, jetzt haben wir die Blätter geerntet. Ich habe immer gedacht, man erntet die Früchte vom Gemüse. Habt ihr da auch was? Natürlich. Dann können wir jetzt gleich noch zu den Zucchinis gehen. Okay. So Felix, das sind jetzt die Zucchini. Und da ernten wir jetzt mal eine Frucht. Da haben wir jetzt die verschiedenen Größen der Früchte einmal ganz klein angesetzt. Die wachsen dann größer, machen dann die Blüte auf, werden befruchtet. Dann haben wir hier eine mittelgroße und eine erntereife und die schneiden wir gleich mal ab. Und dann macht man da die verwelkte Blüte ab und dann kommt sie so auch schon in die Kiste. Wenn wir Gemüse essen, kommen ganz unterschiedliche Pflanzenteile auf den Teller. Oft essen wir Teile, die über der Erde wachsen, zum Beispiel Blätter beim Salat, Knospen beim Brokkoli oder Früchte bei der Zucchini. Manchmal essen wir auch unterirdische Teile, zum Beispiel die Wurzel bei der Mohrrübe. Aber jetzt interessiert mich, wo ich die Knoblauchsländer Produkte eigentlich überall finde. Es gibt zwei verschiedene Wege, seine Ernte zu verkaufen. Bei der Direktvermarktung verkaufen die Bauern direkt an Endkunden, zum Beispiel in einem eigenen Hofladen oder einem Marktstand. Und bei der indirekten Vermarktung verkaufen die Bauern an einen Gemüsehändler oder einen Supermarkt. Vom Handel bekommen die Bauern zwar weniger Geld, können aber viel mehr verkaufen als an einen Endkunden. Und wie funktioniert das alles? Ich habe mich mit verschiedenen Bauern getroffen und mir erzählen lassen, wie sie ihr Gemüse an den Mann und an die Frau bekommen. Ah, da haben wir ja einen alten Bekannten, den Brokkoli. Und da steht auch schon die Birgit, die uns den so schön am Feld gezeigt hat. Hallo Birgit, schau mal, ich habe den Blumenstrauß mitgebracht. Dankeschön, Felix. Wo sind wir denn jetzt eigentlich hier? Wir stehen jetzt hier am Bauernmarkt in Altdorf, wo wir unseren Hauptverkauf haben. Also wir sind ja hauptsächlich Direktvermarkter. Wir liefern auch noch ein bisschen Gastronomie. Aber die Direktvermarktung an so Marktständen wie jetzt hier in Altdorf ist eigentlich unser Hauptverkauf.
Absatzweg. Das hat sich damals bei meinen Eltern vor 36 Jahren so ergeben, dass sie sich einen Platz gesucht haben. Und dann hat man halt in der näheren Umgebung von Nürnberg einfach nach Wegen gesucht, das Gemüse direkt zu verkaufen. Und dann hat sich Altdorf angeboten. Und ist das alles von euch, das Gemüse, was ihr hier verkauft? Wir verkaufen nur eigene Produktion. Also wir haben hier am Stand nur das, was auf unseren Feldern wächst. Für uns ist der Vorteil in der Direktvermarktung, dass wir zum einen direkt am Kunden sind. Das heißt, wir können unser Produkt ohne großartige Werbung direkt präsentieren und den Leuten schmackhaft machen, sage ich mal so. Und für den Kunden ist es natürlich der Vorteil, dass kein Zwischenhändler dazwischen ist. Die Frische ist gewährleistet, weil das, was geerntet ist, spätestens am nächsten Tag auf dem Tisch landen kann. Direktvermarkter verkaufen ihr Gemüse direkt an Endkunden, ohne Zwischenhändler. Der direkteste Weg, sein Gemüse zu verkaufen, ist der Hofladen. Oft ist er nur ein paar hundert Meter neben dem Feld. Damit sie auf Märkten verkaufen können, müssen die Bauern schon weiterfahren. Aber auch hier ist kein Zwischenhändler im Spiel. Manche Bauern verkaufen eigenständig an die Händler, zum Beispiel auf dem Nürnberger Großmarkt. Das sind die Selbstvermarkter. Jetzt sind wir hier am Großmarkt in Nürnberg und hier wird auch ein Teil des Knoblauchsländer Gemüse verkauft. Und neben mir steht Richard Meyer und den fragen wir jetzt mal, wie der Verkauf hier am Großmarkt funktioniert. Hallo Richard, guten Morgen. Ja, hallo. Ich bin ja ich schon ziemlich früh aufgestanden, aber ich denke, du kannst es noch toppen. Ich bin um 4:30 aufgestanden, dann bist du heute aufgestanden. Na, da haben wir schon wieder fast Mittagspause um 4:30. Wir fangen dort täglich um 2:30 an, am Wochenende meistens früher, 2:30. Und der Großmarkt funktioniert eigentlich so, hier kaufen Einzelhändler ein, Standhändler, auch Gastronomie. Und die Kunden bestellen zum Teil ihre Ware abends. Und auch nicht, ein großer Teil wird erst hier früh morgens ab 5 Uhr verkauft. Ihr könntet ja eigentlich auch direkt an die Einzelhändler liefern. Was bringt euch das zum Vorteil, wenn ihr jetzt hier am Großmarkt verkauft? Ja, ist einfach die Transportwege und die Arbeitszeit. Hier sind wir auf einem Verkaufsplatz oder Stand und die Kunden kommen zu uns. Wir haben viel kürzere Wege. Wenn wir jeden Einzelhändler anfahren müssen, dann werden wir praktisch 2 Tage für einen Markt unterwegs. Also Richard, dann wünsche ich dir noch gute Geschäfte. Ciao. Und andere tun sich zusammen und verkaufen gemeinsam in einer Genossenschaft. Ganz nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Eure Firma heißt Frankengemüse beim Namen und ihr seid eine Verkaufsgenossenschaft. Was heißt eigentlich Verkaufsgenossenschaft? Eine Genossenschaft ist gegründet worden als Interessensgemeinschaft der Bauern hier im Knoblauchsland. Jeder hat Gemüse produziert, in kleiner Menge, in großer Menge, aber keiner konnte so richtig die Waren zum Kunden bringen. Jeder für sich ist einfach da eingeschränkter als eine Gemeinschaft. Und so hat sich 1970 eine Gemeinschaft gefunden, die diese Firma hier gegründet hat, wo man gesagt hat, wir können alle Gemüse produzieren, aber wir brauchen eine Bündelung. Wir brauchen jemanden, der das übernimmt, der die Waren verkauft, der die geschlossen zum Handel liefert, der uns die Arbeit abnimmt. Und wenn wir das gemeinsam unternehmen, dann sind die Kosten für jeden Betrieb günstiger, als wenn jeder Betrieb einzeln seine Waren anbietet, hinliefert und dafür produziert. Bei der indirekten Vermarktung verkaufen die Bauern ihre Waren an einen Händler. Manche arbeiten dabei als Einzelbetrieb, zum Beispiel auf dem Nürnberger Großmarkt. Andere schließen sich zu einer Genossenschaft zusammen und beliefern den Handel als Vermarktungsteam.